Miteinander. Heute werden wir das erste Mal unseren neuen Insta-Stick ausprobieren, damit das die Goat 2 wieder sauber auszogen vor uns ist. Aber jetzt wahrscheinlich hört man mich schon gar nicht mehr, so weit ist er weg. Den alten, den habe ich irgendwo verlegt. Wir sind heute wieder unterwegs. Schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Das Ziel ist der Rosser Burgstor mit der Degenser Hütten. Und wir sind jetzt da über Klamm drauf, unterwegs Richtung zu der Schwarzen Den. Und wenn ihr jetzt hier ein bisschen dann drum in der Sonne scheint, dann rehe ich mich wieder. Der erste Test hat ja schon mal funktioniert. Also Werbepause. Weg zur Schwarzen Den. Hier sind wir vorbei am Skulpturenpark von einem Motorsagenschnitzer. Und ist vielleicht doch ganz nett zum Anschauen. Ja, jetzt haben wir uns gerade die ersten Sonnenstrahlen erwischt. Ich habe jetzt gemeint, dass ich mal so einen Umschwenker tue. Da hinten sieht man schon durchblinzen. Und dann kann es jetzt nur noch beste Aufnahme geben heute, bestes Wetter. Wir fahren halt jetzt da so rauf. Wie so schöne Straße zum Auffahren. Gut hergerichtet. Und da blinzelt es durch. Jawohl. Und wenn ich jetzt da oben dann nochmal das erste Mal einen schönen Blick kriege, dann melde ich mich wieder. Hinter uns ist jetzt noch die Reste von der Burgstuhlhütte, wo wir nachher hinreisen. Und die ist da oben. Jetzt wird das Ziel vom Metz hier reisen. Also, Degenserhütte, Burgstuhl, Burgstuhl. Ja, da wird anstrengend, ein bisschen sonnig, aber das ist der sogenannte Altweibersteig. Da werden wir auch aufgekommen. Hier schauen, auch schon blöd, schaut zu mir, wie sie die Depper da hochstellen. Und wir schauen. Und jetzt probieren wir es halt einmal, wie es uns ins Wasser geht. Ja? Also, jetzt gehen wir halt noch ein bisschen. Und dann werden wir jetzt sonnig rein. Schöne Rundwiesen da. Und wenn wir ein bisschen weiter oben sind, das erste Panogramm, sehen wir uns wieder. Sieht, hinter mir ist schon die Degenser Hütten. Ich bin jetzt auf den letzten Meter. Ich muss jetzt da ein bisschen rangehen und lasse die Kamera mal ein bisschen mitlaufen, damit man was vom Weg sieht. Bike and Hike. Deswegen habe ich noch die Radlhandschuhe noch. Und hier die Vögel begleiten mich. Ich weiß gar nicht, was wir da sind, aber macht nichts, wir können einen schönen Berg auflegen. Ich werde jetzt gleich zum Blick hinaus, damit man da sieht die Wand vom Burgstor. Jetzt wisst ihr ja, da wieder aussehen, so schwarz den da, der Hirschberg. Das ist der große, schöne Grat. Spitzkamp, Auerkamp, Ochsenkamp, wo ich letztes Mal rum war. Hinten ist der Fokkerstor, spitzt nur außer. Da oben ist Seekarkreuz, auf der Seite drüben. Den weiß ich jetzt nicht. Da drüben haben wir wieder Benediktenwand. Und da rauf, das ist das Ziel. Und da rasen wir jetzt hin mit Schwung und Kanone. Bis gleich.
Sekt. Gipfelkreuz vom Roststor. Hinten Buchstor. Unten Degenseer Kräutertal. Wir machen jetzt mal so dreimal mit Jungen. Hinten auf dem Bergkette Hauptkommen. Vielleicht noch nicht ganz, aber ist schon geworden. Letzte Seite. Da unten weiß ich gar nicht, was das Richtung fliegt da hinten. Da kommen wir, da sind wir auch schon mit dem Radl gefahren. Kommen wir rauf und zu den Wohnstuhl immer. Jetzt weiß ich, da hinten haben wir jetzt das Seekackerreiz. Bei dem weiß ich es gar nicht, wie er heißt, aber egal. Und ja, jetzt machen wir ein bisschen Brotzeit. Ja. Also Leute, wie ist das mit mir? Schaut ein bisschen rum. War ein schöner Film. Zugspitze sieht man halt nicht. Zugspitze ist halt nicht ganz gut zu sehen. Ein niederer Wind mit dabei. Das ist das normale Seekar. Da ist der Aachensee unten. Das ist der Guffert, Blaubergschneid, Häuserspitz. Ja, habe ich letztes Mal schon nicht gewusst, wie der heißt. Da ist er so einfach. Aber vielleicht schreibt es jemand in die Kommentare. War einmal was Neues. Helfen die Spitz da. Und die Neigung, so Spitzkarr und Blaukarr und wie das alle heißen. Also Leute, schaut euch noch ein bisschen um. Genießt es noch ein bisschen. Danach kommen jetzt noch die schönen Bilder noch von der Kamera ringsherum ein bisschen aufgenommen. Und ja, irgendwie bin ich der Erste und allein herum. Und unten an der Degenseer wird noch mal über Nacht. Die Sterne sind ganz wichtig da herum. Wahrscheinlich. Also Leute, macht das einmal gut dabei. Werbepause, Brotzeitpause.